Ja, in Hamburg spielt sie mit Otto und mit Udo und mit Niedecken und sonst wie. Aber heute, das ist das Allerwichtigste, ist sie endlich in Bremen, die in Hamburg das Beatles-Erbe hochhält. Stefanie Hempel, herzlich willkommen in Bremen, liebe Steffi. Und Steffi wird mit ihrer Ukulele, wie ihr seht, zunächst einen Song ganz alleine bringen und wir lauschen und freuen uns auf dich, liebe Steffi. Ja, einen wunderschönen guten Abend. Vielen Dank an the Fairies, für die Einladung. Ich freue mich sehr, mal in Bremen zu sein. Ich freue mich auch, dass Werder Bremen heute gekommen ist. Bremen, die sind sich doch nahe, oder? Und ich muss sagen, ich bin in Bremerhaven zur Schule gegangen, also da gibt es eine Verbindung zu Bremen, auf jeden Fall. Ja, und ich bin in Hamburg, ich weiß nicht, war jemand von euch schon mal auf Beatles-Tour bei mir? Ja! Ja, wie schön, wie schön! Ich bin mittlerweile, ich kann es selber kaum glauben, ist mir mittlerweile ein bisschen unangenehm, seit 19 Jahren, mit Fans aus der ganzen Welt. Jetzt kommt die wieder. Hast du mit 5 angefangen? Mit Fans aus der ganzen Welt unterwegs, auf den Spuren der Beatles durch Hamburgs berühmtes altes Rotlichtviertel, denn Popmusikgeschichte, Beatles-Geschichte hat ja eigentlich nicht wirklich in Hamburg stattgefunden, sondern nur in diesem sehr besonderen Viertel auf St. Pauli. Alles hat nur da stattgefunden. Und was in Hamburg immer so ein bisschen vergessen wird: Es gibt eben keinen Ort in der Welt, an dem die Beatles mehr gespielt haben als in Hamburg. Das hört man in Liverpool auch nicht so gerne. Wenn man, und das ist ganz wichtig, die Stundenzahl nimmt, war es wesentlich mehr. Denn der große Unterschied zwischen Hamburg und England und Liverpool war ja, dass auf St. Pauli die ganze Nacht durchgespielt werden musste, während in England alles um 11 zumacht. Im Top 10 an der Reeperbahn haben die Beatles 1961 92 Nächte in Folge gespielt. Am Wochenende, also so ein Samstagabend wie jetzt, von 7 Uhr abends bis 4, 5 Uhr morgens, bis der letzte Seemann den Laden verlassen hat. Und die Sets, das kann sich heute kein Musiker auch auf dieser Bühne vorstellen, die Sets waren 45 Minuten Musik, 15 Minuten Pause, 45 Minuten Musik, 15 Minuten Pause, die ganze Nacht durch. Da halfen, mach schau war das Motto, ne? Mach schau wurde gerufen, mach schau. Ja, ich fange ja gleich an. Das Besondere an meinen Touren ist ja, dass ich immer so ein kleines Instrument dabei habe, die Ukulele. Und die kommt in diesem Jahr besonders zur Geltung, weil sie das Lieblingsinstrument von George Harrison war. Ich habe genau wie die Fairies die große Ehre gehabt, mit Klaus Voormann zu spielen und ihn gut kennenzulernen. Und Klaus hat mir mal die schöne Geschichte erzählt, dass sein guter Freund George nie gereist ist, ohne 5, 6, 7 Ukulelen dabei zu haben. Falls er jemanden trifft, der mitspielen will. Und dann hat er die Ukulele verschenkt. Es laufen also überall auf der Welt Leute rum, die eine Ukulele von George haben. Das ist leider keine Ukulele von George. Aber George wäre am 25. Februar 80 geworden. Und deswegen auch jetzt ich allein mit der Ukulele und hoffentlich mit euch ein Song geschrieben im Garten von Eric Clapton. Ihr dürft gerne mitsingen. Ich habe den Rhythmus auch vereinfacht extra. Since it's been here.
Beatles-Show, der muss nach Hamburg kommen am Ostersonntag. Ostersonntag, 9. April. Vorne liegen so ein paar Flyer aus. Da feiere ich meine nächste große Beatles-Show und wir feiern das Werk George Harrisons. Ein ganzer Abend, 3,5 Stunden George mit 8-köpfiger Band, Bläsern, indischen Instrumenten und ganz tollen musikalischen Gästen. Unter anderem werden wir unterstützt von Heinz Rudolf Kunze, Inga Rumpf, Abi Wallenstein, Annette Louisanne, Stoppock wird dabei sein mit Ukulele natürlich und 3 ganz tollen Newcomern. Der eine war kurz vor kurzem hier auf der Bühne, Michelle von Wusso, Phil Siemers. Also am Ostersonntag, wenn ihr Zeit und Lust habt, kommt nach Hamburg in die Fabrik.